Herr Siri, wie lange noch? Herr Siri, wie lange noch? Nächste Ladung Wasser. Nee, alles gut. Also ich werde noch ein bisschen da weiterspielen, aber einige Sachen nerven mich da gerade. Nee, alles gut. Also ich werde noch ein bisschen da Guck mal, jetzt weiterspielen, ist er schon bei 20 aber Uhr. einige Sachen So. Oh, das ist ja okay. Hey, frag mich nicht. Ja gut, der spult hier jetzt. Der ist jetzt Vorlaufzeit drin. Also A, raff ich nicht, warum die ganzen Zäune weg sind. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber ich hatte jetzt schon mehrfach, dass ich einfach diese Enge und so, man kommt da teilweise gar nicht mit den Fahrzeugen. Also es macht immer noch Spaß und ich werde auch noch weitermachen. Aber werde das so beobachten, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache. Also du kannst da gern noch weiterspielen. Ah, jetzt ist dieses fette Gewicht da ja auch noch. Der geht doch bestimmt nach vorne mit diesem 3 Tonnen Gewicht, oder? Der. Also auch noch eine komplette Ladung Wasser. An meinem gestern bin ich noch um die Zweig gefahren. Ey, so arg, wie die gestern die Fahrgäste gemotzt haben, ey. Das war echt, hab Ja, ich ich. verstehe das ja gar nicht. Das ist noch aus fährst halt Linienbus durch die Gegend. Aber die waren nicht glücklich, die Fahrgäste. Die waren überhaupt nicht glücklich bei mir. Selber Problem mit den Zäunen ist auf der Osada auch. Auf der Osada sind auch keine Zäune mehr. Doch. Hier sind nur noch Zäune. Die sind noch da, die Zäune. Sehr laut. Hätte man keine Zäune mehr, dann wäre meine Bonzeneinfahrt ja nicht mehr da. Ja. Moin, Bormi. Sehr seltsam. Ja, nicht, dass es mit dem Mod zusammenhängt, wo du die Gegenstände da Okay. entfernen Ja, bei der kannst. Ostsee ist mir das aufgefallen, da sind alle Hecken, alle Zäune weg. Warum auch immer. Ja, hast du den Mod bei dir da auch auf der Karte oder nur hier? Wo du die. Ach, wie hieß dieser Mod, den ich da geschickt habe? Warte mal kurz. Also auch nicht nur auf meinen Grundstücken, sondern auch auf den so. Einfach bei den Ortschaften. Ich habe ja dieses Grundstück, wo dann die Wohnhäuser da in der Nähe sind. Und da war ich letztens so lang und es kommt mir irgendwie so seltsam vor, weil man da so in die Trampoline und Spielplätze reingucken kann. Ich so, da waren doch Hecken. Habe ich mir ein altes Video angeguckt, Tatsache, da waren Hecken. Die waren plötzlich weg. Okay. Ja, nicht verstanden.
Das dürfte dann aber nicht passieren. Ich muss kurz an den Ofen, aber das lassen wir hier nochmal abladen. Ne, dann. Machen wir gleich wieder da, ja. Vielleicht durch das Update? Weiß ich nicht. So. Genau, ich versenke gerade den mein Tank im See. Ach, komm schon. Versuch auch mal Wasser zu tanken. Jetzt funktioniert's. Okay. Warum kann ich jetzt kein Wasser auffüllen? Was ist denn jetzt los? Ist völlig beknackt. Geil. Kein Wasser. Kann ich kein Wasser auffüllen?
Das hatte ich jetzt noch nicht gehabt. Hatte ich es noch nicht gehabt, ey. Einstellungen. Tastatur. Einmischt. Das funktioniert das mit dem Wasser nicht. Kann ich keine Wasser auffüllen? Was ist das denn? Mal schon der nächste See. Bin ich zu leise? Ja, vielleicht hat er mich auf stumm geschaltet. Ah, das gibt's doch nicht. Damit kann ich kein Wasser auftanken. Probier's mal an der Stelle, wo der Pavel meint, dass man auch da tanken kann. Das hatte ich jetzt echt noch nicht gehabt. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, der da. Da ist doch tatsächlich ein Kakao runtergefallen. Hey Siri, Timer 10 Minuten. Hey Siri. Einfach so. Was mir auch immer alles runterfällt, ne? Einfach so. Also da kann ich gleich mal kurz gucken, wie viel Wasser ist hier noch. Das will ich nochmal leer laufen lassen, aber das dauert noch. Ja, schöne Frage. Ich kann mit meinem Hänger gerade kein Wasser tanken. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade war. Okay, weitermachen, oder? Wieder von hier anfangen. Was für ein Zufall, oder? Sag dir, Fanta, es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Und weißt du, woran das liegt, Fanta? An den fehlenden Zäunen, ich sage es dir.
hier fängt gerade ein neues an. Dann fahren wir hier den mal zurück. Ah, du bist so. Du kannst kein Wasser tanken, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles eingeladen habe. Erwähnt, dass ich es hasse, im Dunkeln zu arbeiten. Aber gut. Muss gemacht werden. Muss das diesen Monat noch pflügen? Ja, nächsten Monat. Du meinst, es liegt an der Magie? It's Magic. Kannst mich auch Magic Mike nennen. Hörst du mich noch, Pavel? Was? Hörst du mich noch? Nee, ich höre dich nicht. Kein Wasser. Ich kann kein Wasser tanken. Liegt's an mir oder liegt's an dir? Keine Ahnung. Also, so wie du gerade nicht einsteigen kannst in deinem... Kurven außen. Und dann Drecker kann ich kein Wasser tanken. Der drückt zwar auf R, es kommt kurz Wassergeräusch, aber da ist nix. Und ich hab den Hänger. Ich seh dich, Sascha. Und ich hab den Hänger schon over. Nützt dir wahrscheinlich nix, ne? Nein. Mäuschen, sag mal piep. Piep. Der holt sich hier Wasser. Ja. Das ist mein Wasser. Unglaublich. Kann ich hier mal reinhocken? Mach da extra nachts, damit er nicht erwischt wird. Also. Ja, wenigstens kann ich jetzt wenden. Also nochmal, ich höre dich nicht, ne? Okay. Jetzt wieder? Jetzt wieder, ja. Ah, also, ich war gerade bei dem großen und bei dem kleinen See, wie gesagt, aber ich kann kein Wasser tanken. Wieso kannst du kein Wasser tanken? Ich weiß es nicht, ich stehe mit, ich habe sogar den Hänger in den See reingeworfen, das so halb, aber ich kann kein Wasser tanken. Steig mal ein. Er ist wahrscheinlich zu, also, hast du mir Lohner gegeben? Moment. Ist er denn? Du warst auch beim anderen See? Yep. Du bist Admin, oder? Wenn du als Admin eingemeldet bist, dürftest du eigentlich... Nein, ich... Ja, wieso ist jetzt nicht wieder drin? Ich bin ja wieder... reingekommen, aber ich glaube, nee, ich glaube, du musst mir trotzdem Lohner geben. Okay, Lickers MK. Hast du mit dem schon mal Wasser getankt? Yep. Ich hab doch keinen. Ich will dich aus, aber kann dir keine Rechte geben. Ja, du musst in meinem Hof. Achso. Du musst auf den Hof gehen und dann einen Lohnunternehmer setzen. Ah. Ja, du musst in meinem Hof. Was warst du? Nein. Du warst der Grüne, der warst du, genau. Hast du AdBlue? Nee. Echt nicht, das sieht so aus. So. Schön Hannover Kennzeichen. hast du geguckt, ob du vielleicht den Deckel auch machen musst? Nee. Du kannst ohne Deckel denn direkt tanken. Ja. Du hörst nur so kurz das Wasser rauschen und das war's dann, ne? Also er steht im Wasser, aber ich höre es auch immer. Was ist denn hier los heute? Also irgendwas scheint... Warte mal, wann kam denn das Update überhaupt raus vom LS? Bin da... Was kam raus? Der Patch. Der kam doch schon erst letzte Woche. Irgendwann. Ja, so krieg ich auch nicht hin.
Und an so einer Kaufstation, also gibt es irgendwo eine Kaufstation? Gute Hast du das Frage. mal probiert? Gute Frage, das habe ich jetzt nicht gehabt. Ich fahre mal bei mir auf den Hof an mein Kaufsilo-Ding. Dann können wir mal gucken, ob das da geht. Mach mich arm. Das nehmen wir mal so. Ich renne da mal hinterher. So Ja, sportlich kannst du sonst einsteigen? Geht das? Das ging noch manchmal irgendwie, dass man zu zweit fahren wie. kann. War das nicht Y? Aber das ist ein zweiter oder ist das ein Sondermod? Nee, das geht. Das ging nur Geht bei hier. dem. Ja, es gab einen Sondermod und es gab den. Wie heißt der? Der tolle. Ach, der neue John Deere Pickup, der da rausgekommen ist, dieses kleine Gerät damit. Wie heißen die? Mahindra Retriever 1000. Schau denn, macht ein. Alter, was ist denn mit deinem Fahrzeug gefährdet? Ich hab die Bremsen draußen. Ich hab das so eingestellt, dass da ich wenig Gas geben muss, aber dafür dann, dass das schön rollt. Wasser. Kann das sein, dass du Herbizid noch drin hast? Ich kann hier nur Herbizid auswählen. Okay. Ah, ne, warte. Wurde Geld abgezogen? Ja, 600. Ja, siehst du, geht doch, oder? Jetzt hast du Wasser. Ja. Komisch. Alles klar, jetzt weiß. Siehst du, jetzt wisst ihr, wie man Geld machen kann. Geil. Also mir wurde es nicht gut geschrieben, kann so ist es. Cool, aber. Aber kann das sein? Ich kenne den Anhänger nicht. Kann das sein, dass der zu hoch ist, dass der an der Pfütze das nicht lädt? Nee. Ah, nee. Das Normalerweise ist ja schon. musst du mit dem Heck von dem, ja, ins Wasser rein. Egal, ob das Rad unter Wasser ist, deswegen habe ich ihn auch schon reingeschmissen. Aber da kam auch nichts. Genau das gleiche Geräusch wie bei vorne bei dem Ja, vor allem, Weg. man hat es ja gesehen, dass er schon im Trigger stand. Seltsam. Hier geschehen seltsame Sachen. Ich glaube, Fanta hat hier einiges zerstört. Achso, und Fanta, bist du noch da? Schönen Ha. Tag noch. Baumi, dir auch einen schönen Tag. Ja, ich muss mich entschuldigen. Meine Tochter hat am Samstag, nachdem du weg warst, plötzlich Superstärke bei dir entdeckt. Das war nicht ich, das war meine Tochter. Und sie ist dann noch so klein und süß und sie ist noch nicht strafmündig. Das war nicht ich, das war meine Tochter. Und sie ist dann noch so klein und süß und sie ist noch nicht strafmündig. Lass mich mal kurz mal heute auf meine Finanzen mal gucken. Was haben wir heute alles noch ausgegeben? 5.000 für Dünger, für Kalk. Produktionskosten 4 Euro. Das hätte ich gern auch draußen. Produktionskosten 4 Euro. Mich schon gewundert, warum du das nicht richtig gemacht hast, nur halbe Sachen. Das war nicht ich. Also, Sascha, ich war nicht nur vor, ne? Wenn man Fanta so ein bisschen ärgert und Superstärke aus Versehen ausprobiert, dann kann das passieren, dass deine Traktoren plötzlich auf irgendwelchen Windkrafträdern landen. Obwohl Okay. du da gar nichts für kannst. Moment, ich schaue Du mal aus kommst dem. auf den Server und dann kannst du erstmal über die halbe Map.
Ich schau gerade mal Richtung Windkraft hoch. Ja. Dann kannst du über die halbe Map deine Sachen zusammensuchen. Fanta ist zum Halt geworden, grüner Edené. Genau. Fanta hat immer so eine sehr dehnbare grüne Boxershorts. Ja, Fanta, jetzt weiß ich, was ich bei dir auf meinem LKW draufskinnen kann. Genau, mach sie ihm den Hulk. Oh Gott. Es gibt doch jetzt, gibt es nicht hier so was Neues, diese Hulk-Frau? Ja. Ist das schon raus? Da kommt der erst noch irgendwas war dann, ne? Lass mich kurz googeln. Ich google mal und ich muss noch mal im Ofen. Und gleich da, ich muss die Käsebrötchen noch backen. Hulk Woman Bin gleich Film wieder da. Der hat sich auch 2022. schon gefreut bei vielen Papa. Ja, das stimmt. Merkt ihr mal. Ach ja, She-Hulk, Anwältin. Das ist doch. Das ist eine Serie, ne? Wollt ihr eigentlich mal sehen, was ich von Tisa bekommen habe? Diese Brötchen dauern noch. Guck mal. So. Ich höre euch gerade nicht. Guck mal. Ich will mal zeigen. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, ne? Tisa hat mir nämlich aus dem Laser, aus unserem 3D-Drucker sowas gebastelt. Und das leuchtet. Und da ist so ein Arduino oder sowas drin. Das verbinde ich nachher noch mit irgendwie Twitch-Zeug. Dann blinkt das und so, wenn ich irgendwie einen Sub oder irgendwie sowas bekomme. Voll Geil. geil. Was ist denn in die Backstube gegangen dann? Achso, hey Siri, Timer 10 Minuten. Sind die Brötchen noch nicht groß genug? Also die Serie ist draußen. Eine Serie? Ja. Die Serie ist draußen seit 2022. Gibt's auch schon bei Amazon. Bei Disney, oder? Das ist doch Marvel. Ist bei Disney. Also ich habe hier einmal einen offiziellen Trailer, das ist von Marvel, aber mit Disney an Bord. Also. Okay. Kann da mal gerade den Link schicken. Alles gut, so wichtig ist mir das nicht. Ging mir nur darum, dass du bei Fanta da vielleicht Hulk Woman mit sexy Dessous auf dem LKW machst. Ja, das kriege ich mal auch noch hin. Sonst gibt es ja Photoshop, da kann man einiges verarbeiten. Genau. Oder Hulk Woman, die so einen geilen Mad-Eagle in der Hand hatte. Also. Bring mich jetzt nicht auf komische Gedanken.